Und damit recht herzlich willkommen hier bei ÖPNV Simulation zu einer neuen Folge Lotus Simulator. Ja, das erste Video, wo ich auch kommentieren werde im Let's Play, aber ich bin nicht alleine. Ich habe noch ein paar Kollegen mit dabei. Zum einen den Dennis. Na, Wendt. Den IT-Elite. Moin, moin. Und den streikenden Hobby, der auf dem Betriebshof sitzt und ja, noch nicht mitbekommen hat, dass der Streik eigentlich zu Ende ist und immer noch weiter streikt. Grüß Gott. Wir fahren heute auf der Karte Real Life Koblenz und ich würde sagen, wir rüsten erstmal auf. Schon geschehen. Ja, der Dennis war ein bisschen schneller als ich beim Aufrüsten. So. Ah, den Hauptschalter müssen wir noch einmachen. Machen wir die Innenbeleuchtung an. Fahrerraumbeleuchtung. Ich habe noch mal eine kurze Fahrzeugbegehung gemacht. Außenbeleuchtung. Ein kurzer Komponententest. Das sieht soweit gut aus. Scheibenwischer funktioniert auch. Das passt auch. Dann gehen wir einmal die Türen frei und gucken, ob das auch alles funktioniert. Das sieht gut aus. Jo, also es klappt alles. Wir sind da müssen wir noch das schöne Ibis einstellen. Yep. Wir sind heute unterwegs auf der Linie 11. Route 1. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, es wäre Route 2 gewesen. Route 2. Wir fahren vom Willy-Brandt-Platz Richtung Hauptbahnhof. Und stehen jetzt noch an der Abfahrthaltestelle. Beziehungsweise an der Ankunftshaltestelle, Entschuldigung. Und fahren jetzt einmal vor zur Abfahrtshaltestelle. Kommt nichts, also einmal vorziehen. Mal gucken, ob das jetzt klappt mit der Anforderung an der Ampel. Beziehungsweise, ob es überhaupt eine Anforderung gibt. Denn aktuell ist noch kein A oder noch kein Kontakt aufgeleuchtet. War das nicht an der Ampel so, dass es irgendwie automatisch auflöst? Ich weiß es tatsächlich leider nicht. Mal gucken. Also die Ampel, ich steig mal aus, ob es hier auch ein. Ja, die Ampel bei den Autos hinten ist zu. Also ist rot. Zu, sage ich schon. Super. Ich sehe ja aber leider. Schlüsselkasten gibt es ja nicht. Nee, den sehe ich leider auch nicht. Aber die Ampel bei den Autos ist auch aktuell rot, also. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Was passiert denn, wenn ich eine Anforderung gebe? Irgendwas passiert? Nö, also man kann halt leider keine Anforderung geben. Naja, dann... natürlich optimal. Warte mal. Zum Glück ist hier gerade keine Rush-Hour vom Verkehr her. Dann fahren wir einfach mal langsam vorsichtig vor. Ziehen wir mal langsam unter Beachtung der Verkehrsregeln vor. Okay, kannst du aufhören. Was ist die Ampel passiert? Weichenanforderung hat soweit geklappt. Das ist ein bisschen laut. Ich wollte anmerken, jetzt hat eine Anforderung geklappt, also T hat aufgeleuchtet. Ja, das ist das, worauf ich eigentlich eben gewartet habe. Ja, das ist bei mir jetzt aufgeleuchtet und ich kann jetzt einfach fahren. Ja,
So, ich muss aber erstmal Lotus ein bisschen leiser drehen, ansonsten fallen euch gleich die Ohren ab. Weichenanforderung hat auch geklappt. Gut. Dann sind wir eigentlich hier an der Starthaltestelle soweit startklar. KI-Passagiere gibt es ja leider im Lotus Simulator aktuell zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber die denken wir uns einfach mal. Also, die sind da, auch wenn wir sie nicht sehen können. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einmal den Laden zu hier. Schade, der Kneelink funktioniert auch noch nicht. Da kommt ein Fahrzeug. Es hält aber an. Mal gucken. Das ist natürlich. Ich kann jetzt von innen nicht erkennen, ob da ein Fahrzeug kommt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da kommt keins. Ja, ich muss jetzt mal in die Außenperspektive kurz gehen. Ups, Blinker nicht ausmachen. Oh, ich kann sehen, wie viel Druck ich habe. Das ist natürlich Hallo? super. Oh, stopp! Wieso hat jetzt die Weiche nicht? Was ist passiert? Ich muss einmal zurücksetzen. Der hat die Weiche nicht gelegt. Wer ist denn hingefahren, geradeaus? Nee, ich wäre jetzt auf die Betriebsstrecke abgebogen, aber Oh, das ist natürlich so doll. warum legt er denn die Weiche jetzt nicht? Das Weichenvorsignal war schon vor der Kurve. Ja, normalerweise kann man doch aber mit G die Weiche auch noch manuell nachstellen. Außer wenn man es gesperrt hat, die Weiche. Ah, jetzt ist die Weiche nachgestellt. Okay. Komisch. Das tut mir leid. Leute, das sollte nicht so sein. Also kleine Hab's aber nichts Startschwierigkeiten angefangen. hier. Aber jetzt kann es losgehen. Nächste Haltestelle. Buchenstraße. Ganz in Runde nicht gefahren. Das ist mir tatsächlich letztens im Real Life passiert, dass ich Auto gefahren bin und die ersten 3 Minuten bin ich dann tatsächlich ohne Licht gefahren. War aber auch noch 18 Uhr so um den Dreh und ich habe das gar nicht gecheckt, bis ich dann irgendwann von hinten mit Lichthupe angeleuchtet wurde. Ja, das ist so, dass man es manchmal 18 Uhr, wenn ich das vergessen jetzt nicht tut. so schlimm, aber sonst ja. Es kommt halt immer auf die Witterungsbedingungen an, ne? Wenn es jetzt Das stimmt auch. klar ist, dann finde ich, ist das jetzt nicht notwendig. Aber wenn es jetzt natürlich von den Witterungsbedingungen schlechter einzusehen ist, sei es Bodennebel oder ähnliches, dann finde ich das schon wichtig. Ah, ich eigentlich auf den Stier. Nee, egal. Hab schon. Hab meine Strecke wiedergefunden. Basis und ich müssen hier die Verstärkung aufholen. Ja, aber das wird so nix, weil die nächste Haltestelle ist schon wieder in greifbarer Nähe. Ja, ich warte sonst hier einmal kurz. Muss ich halt ein bisschen länger Nächste warten. Haltestelle. Bin so gerade komisch, der Hochstraße Käfer hier will nicht der weiterfahren. Hochschule. Ja, hier ist gerade ein bisschen Aber das ist Stau. seine Ja. Entscheidung, wenn er meint, nicht fahren zu müssen. Ach, gibt's jetzt Hallo, Prüfungen? eigentlich müsstest du anhalten, liebes Auto. Weil, wenn eine Bahn steht. Nicht Käfer, Ente. Also, ich dachte schon, Käfer gibt's noch nicht, laut meiner Information. Bin ich überfordert. Bist du das? Ja, etwas. Läuft gerade irgendwas Komisches ab. Ich glaube, ich Erzähl. wurde auf eine falsche Linie eingeleitet. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig.
Das wird sich, ich höre von hier aus Phasus-Signale. Ja, das höre ich auch und ich bin ganz weit weg. Wir haben sehr gutes Gehör. Ja. Super gut. Alles über die Leitstelle. Ich glaube, die Leitstelle hat vergessen, ihr Mikrofon zu deaktivieren. Genau. Das ist möglich. Darf ich überhaupt auf den Schienen fahren? Das kommt drauf an. Da ist eine Straße, aber ich wurde auf die Schienen verleitet. Deswegen. Wenn da. Wenn die Busspur quasi auf den Schienen weitergeht, dann ja, aber wenn die Schienen natürlich. Aufschwellend sind dann nicht. Ja, das sowieso nicht, aber wenn die Schienen natürlich. Sperrmarkierungen haben, dann nicht, ne? Meinst du jetzt mit Sperrmarkierung die durchstrichenen Linien? Ja, genau. Achso. Ich finde das auch toll, die Autos fahren hier durch, obwohl hier ja eigentlich Passagiere ein- und aussteigen müssten. Ja, das hatte ich eben auch. Also in der Realität ist das natürlich nicht sehr STVO-konform. Nee. Ich finde es sehr schön, dass diese Autos. Die sind sehr gut gemacht, finde ich. Ist das jetzt rhetorisch gewesen? Nee, das finde ich ehrlich gesagt ernst. Okay. Erinnert mich an der damaligen Zeit. Auch wenn ich jetzt nicht so alt bin, aber. Du bist ja nicht, also. Ich mag Oldtimer sehr. Ja, es ist ja auch ein Auto. Umsteigemöglichkeit zur Straße. Ich weiß nicht, ist das Mercedes? Also, die Ente ist von VW. Nee, nicht die Ente, das andere Fahrzeug. Ich weiß gerade nicht. Genau wie von Mercedes, wenn wir gerade nicht so. Ich glaube, das ist von MAN, oder? Oder? Nee, das ist von Mercedes und das andere ist von Opel. Interessant. Okay. Müssen wir auf die Mercedes achten. So. Ich wusste gar nicht, dass wir die Lizenz, also dass Lotus die Lizenz dazu hat. Das nächste Mal. Nächste Haltestelle Bobsa. Ja, hier am Bobsa fährt dann auch die Linie 12 weiter Richtung Hofgarten. Also hier kann man umsteigen. Ja, der Bereich am Bobsa wurde auch neu gemacht, soweit ich weiß. Früher war es ja so, dass man hier, dass die Linie 12 links gefahren ist und die Linie 11 rechts und jetzt ist es umgekehrt. Genau. Ja. Ich finde es immer lustig, den Namen Boxer, was der bei uns auch gibt, die Haltestellennamen. Ich muss jetzt warten, bis Phasus da weg ist und ich dürfte zwar fahren, aber ich lasse es. Richtig, weil ich passe nicht auf den Bahnhof aus. Auf. Ja, da. Ich bin unterwegs. Gut, dann kann ich fahren. Ja, den Namen haben sie bestimmt von uns gemobbt, die Koblenzkarte. Ja, den Boxer gibt es ja auch auf der Diorama-Map, ne? Eine fiktive Name für eine reale Stadt. Oh, hier ist Verkehrsstau. Ja? Ja, das war da hinten auch. Ja, ja. Leider hat der sich nicht aufgelöst. Deswegen. Wie der Marienplatz. Wie der Marienplatz gibt's da auch. Muss sein. Dafür das. Weißt du schon, dass du da auf dem Gegenverkehr stehst? Ich? Ja. Echt, wirklich? Ja. Bist du sicher? Ich wurde hierher geleitet. Ja. Nee, Tatsache. Nein, das ist schon richtig, wo er da stand. Ja, ich war lange nicht mehr auf der Karte, also. Aber der Bordstein ist ein bisschen hoch, ich glaube, die Leute stößen sich ihr Kopf an. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen hoch. Also, ich meine, du bist ein Bus und keine Bahn. Ja, eben, naja. Solange es kein Hochbahnsteig ist, ist alles in Ordnung. Boah. Vielleicht kommt er ja als nächstes, weiß ich noch nicht. Du hast mich gerade echt richtig verwirrt, dass ich hier auf der falschen Strecke bin. Dankeschön. Den ist gut. Scheiße, ich komme hier nicht weiter. Ich auch nicht. Guck mal mich an. Ja, da ist ein kleiner Verkehrsstau. Ja, nur die Leute haben sich auch auf die Schienen gestellt. Weg da! Ich glaube, Koblenz hat keine Hochbahnsteige. Weißt du, was das Problem ist? Was ist denn da los? Hä? Du musst dir mal den Stau von oben angucken. Ich guck gerade. Der geht 3 Kilometer. Hä? Der hört gar nicht auf. Ich glaube, wir müssen durch. Also ich konnte mich eben noch gerade so durchdrängeln. Warum? Achso, weil hier eine Ampel ist, die irgendwie nicht richtig funktioniert, oder? Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen nächste ja durch. Warten. Du musst warten, ich auch.
Ich fahre dann schon mal zurück, ja, wenn ich am Hauptbahnhof bin. Mache ich eine kurze Wende. Wie willst du denn hier eine Umleitung fahren? Über den hinteren Weg, den keiner sieht. Du darfst gerne über meine Gleise fahren und darfst dann da hinten die Haltestellen auslassen. Über deine Gleise fahren und da hinten die Haltestellen auslassen. Wo ist denn da? Bringt ihm aber auch nichts. Weil da kommt er nicht weiter. Du müsstest jetzt theoretisch mit dem Bus nach rechts abbiegen, wenn du hinten. Ah ja. Oha, ich muss echt nach rechts. Da komme ich ja neben dir raus aus dem Stau. Am besten du drehst einfach um und fährst ganz weit weg. Ja. Ich glaube, ich fahre aber wirklich über die Gleise. Muss ich die Ampel hier irgendwie anfordern, Tarsus? Welche Ampel? Die nach Bobser. Die nach Bobser? Nach Bobser, ja. Also, wenn ich von Bobser Richtung Hamburg fahre, diese Übergangsampel, weil die ist bei mir komplett aus. Nee, die ist bei mir auch komplett aus gewesen. Die brauchst du nicht anfordern. Naja, weil hier die Autos stehen und mich nicht reinlassen. Die Leitstelle hat musst... mich gerade zu dir verwiesen. Ich soll jetzt über die Schienen fahren. Also, ich bin rübergefahren, hab ein Achtungssignal abgegeben. Ja, das zeige ich lieber nicht in der Aufnahme. Wie du das getan hast. Ja, ich bin rückwärts normal reingefahren. Ja, ich sehe es. War mich schön auch 120 geschildert. Ja, das ist doch klar, ich bin die Linie 120. Bin ich gar nicht schön über die Linie. Ich bin rückwärts, richtig rückwärts gefahren, oder nicht? Du bist aber übers Gebüsch gefahren. Echt? Bei mir nicht. Bei mir schon. Der geehrte Fahrgäste, dieser Bus macht das eine Umleitung. Na, das ist krass, ne? Also, Fasos, die Zähne zeige ich jetzt nicht. Ja, ich verstehe. Die Szene zeige ich jetzt nicht in der Aufnahme. Ich muss hier nämlich einmal ein paar Autos weg. Ja, darf ich auch, danke. Ja, also das ist übrigens jetzt neu in der Aufnahme. Dennis und ich nehmen beide auf und wir tun dann immer so ein bisschen hin und her skippen, damit ihr auch aus mehreren Perspektiven die Fahrt diesmal erleben könnt. Genau, falls die Leute es noch nicht mitbekommen haben sollten, das ist ihr seht mal Perspektiven von mir und mal Perspektiven von Fasus. So, alle raus hier. Ja, keine schlechte Idee. Gut, perfekt, dann mache ich dicht hier. Guck mal, hier kannst du rechts reinfahren, da hast du eine schöne Haltestelle. Perfekt, danke schön. Ja. Ich bin gerade über Rot gefahren. Nein, bei mir war es grün. Okay, also nein, um es in Faso-Sprache zu sagen, es war HP1. Nee, HP gibt's nicht, bei der Straßenbahn heißt F1, beziehungsweise... F1, ja, Entschuldigung. Verzeihung. Das ist noch keine Karlsruher Stadt, wo man in Eisenbahn nicht reinfährt. Doch, wenn die mal so eine Karlsruhe-Karte mal bauen würden, dann fährst du in der Eisenbahnstrecke, dann biegst du raus und fährst durch die Stadt Karlsruhe durch. Hast du mich jetzt echt auf eine Leitstelle, auf eine Haltestelle verwiesen, die verkehrt rum ist? Nein, da hinten ist auch noch eine. Dennis ist unser Navigationsexperte. Mehr sag ich dazu nicht. Irgendwo ist gut, hier ist nämlich kein. Irgendwo der Pampa. Okay. Ich glaube, ich bin gerade in der Einbahnstraße reingefahren, weil hier alle in die gleiche Richtung fahren. Oh oh. Dankeschön. Na, höre niemals auf einen Straßenbahnfahrer, wenn er keine Ahnung hat, wo es hingeht. Nein, nächstes Mal nicht. Haben wir schon oft gemerkt. Was, dass man nicht auf mich hören soll? Ja. Das kann Fasus bestätigen. Ich sag nur, hier, war das perfektes Paar? Ja, da, also es gibt da schon so einige Stellen, wo man Dennis nicht immer vertrauen sollte. Ja, bei Memory. Vertrau mir, die Brücke ist stabil. So, also ja, ich. Ich sitze gibt jetzt hier schon am Hauptbahnhof und mach Pause, ja. Ja, ich komme jetzt auch. Gibt es für die Schranke hier einen Knopf oder funktioniert die nicht? Gibt's einen Knopf, glaube ich. Weiß ich nicht, ob die Schranke funktioniert. Gut, dann fahre ich eine andere Linie nach rückwärts. Ja, was lernt man? Wer Bus fährt, bestraft das Leben. Das tut weh. Der Bus muss ja auf den Stau warten. Gut, die Tram musste gerade auch warten. Bis danach zu den Tram und auf die Straße fahren muss. Dann muss der auch warten, bis der Stau vorbei ist. Sobald ihn eine eigene Trasse hat, dann ist der Stau uninteressant. Hä? Was ist da jetzt los? Du hast dir die Weiche falsch angefordert, Dennis. Ich hab mir die richtig angefordert oder gar nicht angefordert. Ja, jetzt. Jetzt musst du einmal zurückfahren.
Da brauchst du aber einen Einweiser. Oh Mann, oh Mann. Wo bist du? Also ich mache hier Pause, ja. Ich sitze hier auf der Bank und beobachte das alles. Ja. Also Dennis, die Fahrstunde. Also den Titel haben wir jetzt schon mal, ne, Phasis? Ja, ja, Dennis, ja. Der Falschfahrer. Ja, aber wirklich. Also ey. Liebe. Liebe Zuschauer. Die nächste warte mal, kann ich da hinten meine Bahn wieder zusammenführen? Nein. Nein, kann ich nicht. Also was meinst du mit zusammenführen? Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Guckst du, siehst du das nicht? Nee, bei mir bist du ganz normal. Echt? Ja, ja. Das ist. Was ist, bin ich bei dir? Ja, auch ganz normal. Das ist logisch. Das ist nur bei dir so. Ist das wirklich bei dir normal, Phasus, oder? Ja, bei mir ist das wirklich normal. Echt? Ja. Bei mir ist es auch normal. Gut, dann kann, ich das in zwei verschiedenen Perspektiven gleich zeigen. Ja, kannst du warte mal, war das Shift-G? Ja, es war Shift-G. Ja, nee, bei mir bin ich gerade auf zwei verschiedenen Gleisen gewesen. Mhm. Das werde ich dir dann gleich, das werdet ihr dann im Video sehen. Im Endschnitt. Ja, ja, aber ich würde sagen, ich fahre einfach nochmal zurück die Tour, ja, weil es so schön war. Ja, sicher? Ja. Guck mal auf die Zeit. Ha, Zeit haben wir noch. Okay. Wir haben alles außer Geld. Nein. Ja, aber ja, eine Rückfahrt kriegen wir hier noch hin. Die Leute sollen ja auch was zu sehen haben hier auf dem Samstag. Ja, kann Dennis das nächste Mal mit. Und wenn ihr die Folge nicht auf dem Samstag guckt, dann habt ihr halt mal unter der Woche oder am Sonntag ein bisschen mehr zu sehen. Muss schon sagen, ich habe die, das ist meine, wie heißt das? Komplizierteste Route, die ich je gefahren bin. Ja, Dennis braucht die Streckenkunde. So, ich habe jetzt wenigstens wieder eine Ampel. So, danke, liebe Ampel. Irgendein Debatt hat meinen Rückspiegel kaputt gemacht. Könnte es sein, dass du das selber warst? Ja, sicher nicht. Nein. Das waren bestimmt die Taxifahrer. Ja. So. Ja, der ist ich sehe gerade, wir müssen umschildern, weil es sieht so aus, als ob wir die C12 fahren. Ja, und ich fahre die 11 wieder. Ja, prima. Mal um. Dann fahren wir einmal bis Hofgarten noch die 12. Wir steigen noch mal kurz aus, denn hier. Ja, das sieht so ein bisschen nach Hauptbahnhof aus, würde ich sagen, mittlerweile. Hat Stellen vom Hauptbahnhof. Gut, ist natürlich in Lotus nur bedingt bisher umsetzbar, aber... Ja. Jo. Es wirkt nicht mehr ganz so kahl, diese Fläche hier. Ja, also Koblenz Hauptbahnhof sieht schon anders aus. So, ich darf fahren. Du darfst jetzt vor mir herfahren. Ja. Hinter mir herfahren. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es ja nicht. Das sind die Beine, die ich verfahren. So. Na, ich warte mal, ich gebe dir noch ein bisschen Vorsprung. Mach das. Ich guck mal, was wir hier noch Schönes haben am Hauptbahnhof. Also die Rampe zum Bahnsteig ist noch nicht in Betrieb. Okay, interessant. Ach, hier fährt die U4. Ginnheim, Festhalle, Messe und in die Gegenrichtung Richtung Industriehof, okay. Sehr interessant. Und ja, die Treppe ist auch noch nicht gebaut. Mhm. Also heißt es, komm, eine Linie 4 dazu, oder? Ja. Der Blindenstreifen bis zur Rampe, den müssen sie wahrscheinlich auch noch legen. Okay. So. Nächster Halt. Jan-Wellem-Platz. Eine Karte, viele steht. Egal ob zum Einkauf oder ins Freibad, mit dem City-Ticket deine Region erkunden. Kannst du kurz noch da bleiben? Das wäre nett, danke. Ja, an Jan-Wellem-Platz erinnere mich an Düsseldorf. Wen meinst du jetzt? Phasus. Ach so. Ich habe nämlich gerade verfahren. Ach so. Ja, ich kann noch kurz am Hauptbahnhof warten. Du kannst jetzt gerne losfahren, wenn du möchtest.
Alles klar. Übrigens, wir fahren hier mit dem Citybus Feuerwehr Repaint. Die Szenen, die ihr jetzt bei Dennis seht, da ist meine Bahn nur eine gelbe Bahn, denn Dennis hat das Repaint dadurch installiert. Nö. Aber bei mir seht ihr das Feuerwehr Repaint. Ja, ist da. Auch. Ja, ich bin mal wieder das besondere Kind, was es nicht hat. Aber ich sehe, wir müssen uns wahrscheinlich hier erstmal manuell schlüsseln. Ja, das ist der Fall. Okay, die Anforderung geht aus. Ich denke mal, es geht los. Also starten wir jetzt auf Richtung Hofgarten Nord. Darf ich jetzt eigentlich jetzt die Leitscheibe fragen, ob ich wieder über die Schienen fahren darf? Du musst Hobby fragen, der ist im Betriebshof, der kann dir direkt Draht zur Leitstelle aufbauen. Perfekt, ich frage ihn, falls es wieder so voll ist. Marienplatz. Muss ich überlegen, muss ich links oder rechts? Ich muss nach rechts, ne? Du musst, bei Bobster? Ja. Nee, nach links. Nach links? Ja. Okay. Das Problem ist nur gerade, wir kommen hier nicht weiter. Echt? Du musst am Bobster nach links, ja. Ich glaube nach links. Früher hättest du nach rechts gemusst, aber jetzt musst du nach links. Okay. Ja, das macht jetzt aber eh keinen Unterschied, weil wir kommen hier eh nicht weiter. Das wirst du gleich sehen, wieso. Ja, ich sehe es gerade wieder. Das ist wieder der berüchtigte Stau der A1. Ja, genau. Und du versinkst bei mir voll im Boden. Echt? Ja, deine. Also ich sag mal so, die Scheibe ist noch zu sehen, da wirst du darunter nicht mehr. Ja, gut. Ja, sieht auf jeden Fall sehr komisch aus, aber auch irgendwie witzig. Auf so, geht's durch die Fußgängerzone. Nächste Haltestelle. Ah, jetzt bist du wieder normal. Wellenplatz. Bringt nichts. Ich glaube, ich muss mal aussteigen und dem ein Wörtchen erklären, dass man hier. Ich höre es nur die ganze Zeit läuten vor mir. Und passe ich hier zwischen? Oh! Das war knapp. Da ist einer weggefahren. Das war knapp. Passe ich auch hier zwischen? Ich glaube nicht. Nee, das ist nicht. Oh, es wird wieder. Es bewegt sich. Ich merke, jetzt bewegt sich gleich ein bisschen mehr. Ah, hier am. Du musst jetzt wirklich schnell sein, nicht dass der Rote dich wieder wegzieht. Hier am Wellenplatz haben wir sogar einen Zwangshalt. Schon interessant. hat niemand gesehen. Ich bin doch nicht drin. Aber warte. Ah, Mann. Wenn der Rote jetzt nicht gleich fährt, dann kann ich tatsächlich durchfahren. Welcher Rote? Bei mir sind alle weiß, außer der Blaue. Achso. Okay. Nee, der jetzt. Bitte fahr weiter. Geht ja nicht. Wir blockieren mir das Gleis. Nee, ich meine den vor mir. Der sperrt von mir aus den Weg, kaum so ich kann durch. Ach ja, da stehen die beiden Chaoten. Ram und Bus, ne? Mhm. Wer kommt zuerst durch? Ah, es geht weiter, komm. Ja, ich kann fahren. Nein, kannst du nicht. Ja. Ach, schade. Na, dann ziehen wir gleich mal hinterher. Dann können wir am Bobster wahrscheinlich noch den Anschluss wahrnehmen. Richtung. Fahr durch. In die Brandplatz. Der Bus muss natürlich warten. Nichts Neues. Jetzt bleibt die Tram auch noch mitten auf der Straße stehen. Ja, ich muss warten, bis Dennis die Anforderung auch wieder frei. Perfekt. Ich hoffe, Phasus hat mir jetzt die richtigen Infos gegeben. Ist genau das, was. Auch schön. Da fällt mir einer völlig vorne. Ja, rein. Phasus hat die richtigen Infos gegeben. Genau das, was ich nicht wollte, ist jetzt passiert. Eigentlich wollte ich genau verhindern, dass. Jetzt eigentlich links zu dir rein, Phasus. Was? Da muss ich nach rechts. Aber ich muss zu dir rein. Ich weiß nicht, wo du lang bist. Ich glaube, ich muss zu dir, weil meine Haltestelle ist. Phasus, meine Nebenfrage. Ja. Hast du die Namen eingeblendet? Nein. Sehr gut. Dann kannst du nämlich hier einmal gleich ein schönes Foto machen. Das könnte sich einrichten lassen. Oh, ich war falsch.
Der Sammelanschluss am Bobser wird jetzt wahrgenommen hier. Du bist aber nicht sehr weit vorgefahren. Nee. Eigentlich musst du vorne an der Blindenbarke mit der ersten Tür zum Halt kommen, ne? Ja, eigentlich. So, aber dann machen wir mal einen schönen Screenshot fürs Thumbnail. Ja, bei mir ist nämlich das Problem, man sieht die Namen. Das kannst du auch mit Steuerung und Y dann ausblenden. Oh, Tatsache. Gut, dann mache ich auch ein paar. So. Ah, warte mal, dass man beide Bahnen sieht. Ah, jetzt auch noch der Bus angekommen. Jetzt könnte man natürlich noch ein besseres Thumbnail machen. So. Alles klar, ich denke mal, ich habe erstmal ein paar Thumbnails gesammelt. Jo. Meine Bustüren spinnen leider. Was spinnt bei dir eigentlich nicht? Dein Bus ist ein Schrotthaufen. Ich kann da nichts dafür, dass ich diese Schrottkiste fahren muss. So, wer hat den Vortritt? Ich hab grün. Ich kann auch fahren. Verdammt. Wo fährst du denn lang? Ich hoffe nicht nach rechts. Ich muss nach rechts, doch. Ja, ich muss sagen. Richtig. Ich hatte gerade Angst, dass fahrst du mir jetzt hineinfährst. Ach, da hinten ist schon wieder Stau. Das ist eine Katastrophe. Bist du überhaupt? Oh, ich fahr glaube ich nicht. Nee, doch, ich fahr richtig. Nee, ich falsch. Ich glaube, ich fahr falsch. Also, wenn wir eins festhalten, der Verkehrsstau hier in Mühlheim Koblenz ist schon ein bisschen heftig. Also, vielleicht kurze Info an den lieben Jufa. Ein bisschen vielleicht noch am Verkehr achten oder an dem KI-Faden experimentieren. Der fährt. Okay. Weil das ist noch ein bisschen suboptimal. Aktuell. Das sieht man aber jetzt nicht, ne? Ich guck weg. Ich sehe sowieso nichts. Ja, man muss nur immer. Ich fahre gerade blind. Hinter meinem Fahrzeug schauen. So, es wird wieder frei. Komm, lass mich durch. Dankeschön. Ach, die beiden haben sich jetzt von mir abgelöst. Ja, ich fahr doch richtig. Jetzt kommen doch wieder Autos. Ups. Nein, bitte nicht auf meinem Gleis stehen bleiben. Oh, schon die zweite Phase, die ich nicht mitnehme. Meine Güte, jetzt muss ich mal aussteigen hier. Das geht ja jetzt nicht. Woran liegt's denn? Gute Frage. Es sind nicht zwei kleine Verkehrsstaus, sondern es ist ein riesiger Verkehrsstau. Ja, genau, das habe ich auch bemerkt. Der geht von da hinten nach da vorne. Geht so einmal um Pudding. Ja. Kommst da bestimmt durch, du musst ein bisschen vorfahren und dann. Ist ja schlimmer als beim Neckartor. Ja, da ist der Stuttgarter wieder. Wenn du vorfährst, dann lassen sich eigentlich die Leute durch nach dem nächsten, wenn irgendwann mal wieder weitergeht. Ja, ich bin schon ein Stückchen vorgefahren, aber ich darf halt das 11.0 nicht überfahren, ne? Achso, ist das noch rot? Ja. Noch auf halt. Ah, jetzt. So, los, Leute. Ach, komm, scheiß auf die Fußgänger. Nein, du hältst dich nicht. Nee, es geht einfach nicht voran, das ist das Problem. Du musst extrem nah fahren und dann, wenn da die cleane Zone kommt, wenn die nicht hintereinander sind. Ja. Oh, das kann aber ein Stückchen dauern. Ah, jetzt, da wird's clean. Fahr durch. Ja, jetzt hast du clean. Oh, das wird eng. Das ist sehr eng. Das schaffst du, glaube ich, sogar. Doch, schaffst du. So, links. Oh, rechts ist Platz. Oh, doch. Rechts ist Platz und links. Auch schön. Okay, also man merkt, die Lotus KI ist noch nicht ganz fein getuned. Die war da. Aber ich würde sagen, wir haben unser Bestes gegeben. Also, insofern. Meine
mittlere Tür ist noch offen, ich kann noch nicht anfangen. Es ist halt noch die einfache KI, nicht die komplexe. Ich bin angekommen. Ich komme auch gleich an. Und mein Bus hat ein Gangproblem. So, ich bin jetzt durch mit meiner Fahrt, also fahre ich jetzt zum Betriebshof. Ich glaube, meiner spinnt im ersten oder im zweiten Gang. Ich weiß nicht, was von beiden. Das muss mal an die Leitstelle weitergeleitet werden, bitte. Der Bus ist ein bisschen... problematisch? Ja. Ich hab ihn wieder kaputt gemacht. Ich hab ihn nicht kaputt gemacht, das war wenn dann der Fahrer vor mir. Ach so, unser Freund. So, und wir fahren weiter Richtung Hofgarten. Es waren immer andere. Ja klar. Ja. Und dann kommt Dennis mit seiner kaputten Tatra wieder an. Ja, was das alles kostet für uns. So, da vorne links müsste irgendwo der Hobby sitzen und streiken. Wir gucken jetzt mal nicht nach, weil ja, wir haben jetzt schon genug Zeit verloren durch den Verkehrsstau an der Frankfurter Straße da vorne. Deshalb ja, am ersten. Back der Hof. Ja, wenn Koblenz nicht hinkriegt mit den Staunissen, mal überlegen wir eine Umleitung. Nächste Haltestelle, Hafenbahn. So. Ah, kann ich hier rechts fahren oder noch nicht? Linie 12 Richtung Hofgarten Nord. Das passt soweit. Fährst du jetzt eigentlich lang, Dennis? Fahre jetzt zum Betriebshof rein. Klar. Komme ich eigentlich auch dahin oder ist das? Ja, das du kommst auch dahin. Über die Straße, ne? Ja, ja. So, also irgendwo da hinten ist der Hobby. Hier links, nee, hier, Entschuldigung, hier rechts müsste irgendwo ein Busdepot sein. Oho, und ich habe, glaube ich, den Stahnsdorfer Betriebshof auf dem XC-Net-On gefunden. Ja, das sieht nach dem Gebäude aus, was im XC-Net-On den Stahnsdorfer Betriebshof zeigen soll. Kann aber sein, dass das in Spandau auch schon verwendet wurde. Ich habe bloß neulich auf dem Stahnsdorfer Betriebshof im XC gesehen. Für alle, die jetzt nicht Bescheid wissen, wir reden von OMSI. So, ja, aber wir müssen weiter, Leute. Ja, XC gibt es noch nicht in Lotus. Was nicht ist, kann noch kommen. Wer weiß das schon? Hast du nicht unrecht. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Hier ist eine Baustelle. So, die Anforderung für die eingleisige Strecke ist erfolgt. Bedeutet, wir dürfen jetzt signalisiert in die eingleisige Strecke einfahren und Richtung Kurfgarten Nord weiterfahren. Eine Straße ist zu viel gefahren. Das ist schön. Finde ich auch, Hobby. Finde ich auch wunderschön. Ja, der ist ja im Betriebshof. Also könnte die theoretisch eh kein Gegenzug kommen. Hm. Ja, da du ja streikst, mein Lieber. Die Ampel will mich verarschen, die sagt Anforderung, aber hat mich nicht durchgelassen. Böse Ampel. Ja. Wer möchte schon 70 Bus im Weihnachtsgeld bekommen? Keiner. Alle. Jetzt darf ich fahren. Wir wollen unser 100 Bus im Weihnachtsgeld behalten. So. Aber wenn sie nicht nachgeben, dann gehen wir auf den totalen Streik. Das wird ja, wir fahren mindestens eine Woche nicht mehr. Ist eigentlich schon Ansagen oder sowas? Ja, gibt's schon. Wenn du die FIS eingestellt hast, dann ja. Ach, hier gibt's auch eine FIS. Ja. Oh, also, als Bus? Achso, nee, ob das beim Bus funktioniert, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Also ich glaube, es gibt schon eine Buslinie, aber ob das mit dem FIS funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. So, ja, nächste Haltestelle Hofgarten Nord. Nächste Haltestelle Hofgarten. Ich fahre in den Betriebshof ein. Das freut mich.
Gott sei Dank besuchen. Oh, mittlerweile sind hier auch schon Schranken hingekommen. Das ist sehr interessant. Ja. Spiegel einklappen. Ja, warte mal. Spiegel einklappen. Ja, das ist halt in Lotus aktuell noch nicht möglich. Ansonsten hätte ich auch euch auch sehr gerne demonstriert, wie der Spiegel sich einklappt. Wir hoffen mal, dass unser Spiegel jetzt nicht zu weit hinausragt. Ja, der Kollege Busfahrer, der braucht eh nicht einklappen, hat eh keine mehr. Haha. Das war nicht ich. Das war der Taxifahrer. Richtig. Aber es wird trotzdem von meinem Gehalt abgezogen. Na toll. Weil du es gemeldet hast. Na richtig, ich glaube, ich melde es doch nicht. Ich nehm's zurück. Die funktionieren noch einmal frei. Ja, Kündigung ist fast schon raus. Habe ich hier eigentlich auch. Wo kann ich hier parken? Kann ich hier links rein oder ist das hier illegal? Ich habe keine Ahnung, ich sehe nur deine Front bei mir gerade. Seh dich gar nicht. Schon mal besser, dass du meine Front siehst als gar nichts. Leider nicht die Karte Koblenz auf. Na, ich wollte ja den Bus. Ah, da hinten. Nee. Mann. Du müsstest mal gucken bei den Tramgleisern, müsste ich eigentlich stehen. Ja, ich sehe dich links neben mir. Erfolgreich angekommen. Hofgarten Nord. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich auch noch zum Betriebshof aussetzen? Ich meine, sind ja nur zwei Haltestellen. Lass mal. Sind ja nur zwei Haltestellen, deshalb. Na gut, kann man. Ja, stellen. Aber bringt doch jetzt nichts, also lass es ruhig. Ach, da hinten, ich muss doch hier links rein. Ach komm, ich setz noch aus. Dennis möchte nicht mit dir den Betriebshof teilen. Ich rangiere gerade in den Hof ein, also in den. Irgendwie funktioniert. Ja. Irgendwie funktioniert gerade das Feld, was mir die ganzen Zielcodes anzeigt, nicht, komischerweise. Mhm. Dann setze ich, ja, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Route 04. Falsche Route. Ach, komm, dann setze ich einfach so aus. Ja, und die Fahrt, also ich habe 99 einfach eingetippt. 99 ist Betriebsfahrt? Ja. Gut, das ist natürlich auch eine. Also geil. Fahren Sie nicht die letzten Haltestelle noch an. Gut, dann fahren wir als Betriebsfahrt, dann müssen wir auch gar nicht halten. Das ist noch praktischer. So, meine Fahrgäste sind draußen. Ich glaube, wir haben Abend. Raus. Geben zum Abschluss noch mal ein bisschen Schub. Volle Fahrt voraus. Was nun? Hier zu mir. Bin gerade dabei. Achso, nee, ich fahre in die Halle rein. Welche Halle? Hier bei mir ist auch eine Halle. Ja, in die Halle will ich ja reinfahren. Nee, ich meine zwei andere Hallen. Fahr doch mal in die rein. Okay, gut, hier ist nichts drin, aber okay, das ist gar keine Halle. Ich sehe gerade, das ist eine Durchfahrt. Warum ist hier eine Durchfahrt? Nee, doch nicht. Hä? Also, du kannst auch in diese Halle, aber die Halle sieht nicht so hübsch aus. Der Unterschied ist, ich bin hier. Oh. Fahr aber lieber in deine Halle. Da ist noch ein bisschen Werbung von Düsseldorf. Ich bin nur gerade etwas verwirrt, warum die Signalleuchte hier noch mir, glaube, die funktioniert nicht. Also fahren wir hier einfach langsam vorbei. So, die eingleisige Anfahrt. Vorne ist der Kontakt erst, glaube ich, die Punkte, oder nicht? Die eingleisige Anforderung. Entweder funktioniert sie jetzt noch, oder? Keine Ahnung. Ich habe das A bekommen, aber. Ah, wie Abe. Es tut sich aber leider nichts. Wir noch mal mündlich schlüsseln. Ich fahre hier rein. Kannst du mich sehen? Mündlich schlüsseln ist auch gut, ne? Perfekt. Aussteigende Schlüsseln meinte ich natürlich. Kannst du auch die Weichen Brecheisen nehmen? Naja, bräuchte mir aber nichts. Ich will ja eine Freigabe für die eingleisigen Abschnitte. Ich will ja keine Weiche stellen, Hobby. Achso. Die Übergang leuchtet ja auch schon. Warte mal, da muss ich glaube ich noch einen mündlichen. Ich kann mein Licht irgendwie nicht ausschalten. Ruf an die Leitstelle absetzen. Mehr kannst du. Fachgerecht zurückgesetzt.
Ja, kannst du jetzt fahren. Jetzt müssen wir das Fahrzeug einmal kurz so, hier ist der 1902 in Gleitstelle. Ja, was ist? Gleitstelle hört. Ich habe den Signalkontakt für die Anforderung der Eingleisigkeit zwischen Hofgarten und der Hafenbahn überfahren. A ist angesprochen, es tut sich allerdings nichts, das Fahrsignal steht nicht auf Fahrt. Darf ich die Stelle unter Beachtung der Höchstgeschwindigkeit von 30 km pro Stunde und unter Sicht fortsetzen? Ja, Fahrt wurde, ja. Alles klar, der 19.2 hat verstanden, Fahrt wird unter Sicht und unter Beachtung der Höchstgeschwindigkeit fortgesetzt. Weil der Kollege macht halt Ranchi-Übungen. Ja. Fahrzeug wurde komplett abgerüstet. Bei mir auch. Ich geh jetzt in den Feierabend. Ich komme, ja, Leute, auf. Ich komme. Ja, auf und wird von außen wieder zugemacht. Ja, ich nehm sicher halber mal der Schlüssel weg von Dennis. So, Tram abgerüstet, Fahrer ausgestiegen, Fahrer fährt jetzt nach Hause. Ja. Kündigung ist raus, das war's. Genau. Ja, ich glaube, ich steck den jetzt nochmal in der Fahrschule rein. Oh. So schlimm? Vielleicht, ich wollte nochmal anmerken, ich habe gar keinen Führerschein. Das ist ja nicht so schlimm. Nee. Ja, ein bisschen Kenntnisse reicht. Ja, am Montag können Sie mir unser Fahrschullehrer Fahrsatz mitfahren. Fahrst du jetzt die falsche Strecke? Nee, es geht geradeaus. Ja, ich hab mir angefordert. Da kann man sich nicht verfahren. Doch, kann man, wenn man sich falsch anfordert, hoffe ich. Richtig. Gut, und jetzt wird das. Also, ein Spur, der kommt so in den Betriebshof rein. Wer schon mal von? Ja, ob die Stadt Koblenz noch Geld hat für die zweispurig auszubauen, eine andere Geschichte. Yep. Wie heißt der Betriebshof? Hummelpest? Hummelpeist? Der Betriebshof hier? Ja, da steht irgendwas. Betriebshof, Hände, Handgeist. Verantwortlicher, ja. Disponent, Disporest, Disponent. Ich glaube, das steht das mal. Draußen beim, wo du reinkommst, dieses kleine Häuschen. Ach so. So. Keine Ahnung. Kann man sich auch anfordern? Einheimische Bank. Keine Ahnung wie. Wenn ja, keine Ahnung wie. Ich bin einfach mit der Vorbehalt. Aber ich würde sagen, wir haben unsere Straßenbahn abgestellt. Ja. Rest kann die Werkstatt machen, denn ich denke mal, dieses Fahrzeug muss über Nacht in die Untersuchung. Ja, meins auch. Ich werde mal kurz mein Tor zumachen. Ach so, wie ist das? So, dann rüsten wir ab. Und ich würde sagen, während wir abrüsten, war es das auch für die Folge. Ich denke mal, uns vieren, hat es sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch viel Spaß gemacht hat und ihr gerne mehr davon sehen würdet, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und aktivieren. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir fahren Lotus im Multiplayer oder irgendwas anderes Schönes. Mal schauen. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.